Aber was soll's, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und zwar, dass das mit unvorstellbar gewalttätigen, überwältigenden Energien und Reizen ausgestattet ist, die sich in Wirklichkeit direkt vor deiner Nase und deiner Tentakelspitze abspielen und von deinem gut ganz schön glättenden Hollywood-Filmproduktionsapparat in die Inzestgebot-Entfernung des Wohlwollenden, des unfasslich Unbegreiflichen, aber opulent überwältigenden, schönen und bombastischen, allein für dich inszenierten Bühnenschauspiels gerückt werden, damit du darauf vertrauest und Zeit genug findest, die Dissipationsausfältelungen auch entsprechend erproben sich machen zu lassen und du gerade noch den letzten Zug, die letzte Wette, das All-In, die allen Mut zusammenreißende Setzung und Entscheidung vollziehst, das Spiel sich fortsetzen machen zu lassen, dann kann man es sich auch gut gehen lassen, indem man an diese Illusionsproduktionsfirma Panavision Hollywood in ihren bunt, schön, gut ganzen Bezirzungen und Betörungen gefallen lässt mit all dem Glitzer und Glanz und Gefunkel und Gewelle und Gewalle, die allein der Widerspiegelung deiner Innenvorgänge als Außenprojektion stattfinden, indem du also im Konvergenzpunkt aller Mystiker das Innen mit dem Außen, das Eine mit dem Vielen verschmilzt und diesen Vorgang der Unificatio Mystica genießt oder dir gefallen lässt wie ein überaus schmackhaftes Gericht. Warum denn nicht es sich gut gehen lassen? So wie es ist so wie es ist. Wenn an dem Ausgang, egal wie er nun aussehen möge, eh nichts zu ändern ist, so kann man es sich doch wenigstens im Moment gut gehen lassen. Die Rechnung kommt erst später. Das Gegenargument dazu, dass es nicht um Glück genießen, Überwältigung, erfasst werden, erleben, erleiden ging, sondern um Begreifen des Unbegreiflichen, Umfassen des Unfassbaren, um Entendlichung und Entbergung des Unendlichen und des sich Verbergenden. Das ist eine Hybris der Iltisse, die nur den anderen anaximandrischen Pol des Parmenides gegen das heraklitische Getöse und nie stillstehende, die Vertikalspannung, den bodenlosen Fall, den Stillstand dieses nur pseudo sich immer bewegenden unternehmen will. Beide Seiten, wir haben es schon alles erklärt, werden von der Matrix, vom Rhizom aufeinander gehetzt, damit in ihrem Durchlauf die gesamte Wahrheit entsteht, nämlich der neue Reproduktions-, Aberwitzigkeits-, Transformations-, Umverwandlungs-, Umformatierungs-, immer neue Formergebnisse als einziger Freiheitsgrad des realen erzeugenden Durchgangssyndrom, der halluzinatorischen
Halluzinanten, des illusionären Glättungs-Oberflächenraums.